Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Heute am Mittwoch wieder mit dabei der gute Yuyuke. Hallo. Unser Rahman. Gehört. Unser Kleinsohn. Moin. Unsere Nikola. Hallo. Und unsere Silkene im Chat. Ja. Der gute Yuyuka hat jetzt gerade mal ein paar Mauerstücke gesetzt. Da habe ich ihn von seiner Knechtschaft am Lagerhaus kurzfristig für befreit. Wie sieht's am Lagerhaus überhaupt aus? Es nimmt kein Ende, ne? Kriegst du das diese Woche fertig? Ich meine, du hast da letztes Mal was gesagt, das schaffst du locker. Raman versorgt mich ja mit Ausdauertränken. Ganze Gruppe, nicht nur dich. Nicht alles deins. Ja, aber es sollte reichen. Ich weiß nicht mal, wo die liegen. Brauchen wir Ableger vom Haselnussstrauch. Qualität. Kann ich dir gleich sagen. Wo liegen denn die Ausdauertränke? Achso, 21 wird dann wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe oben 74er liegen. Brauchst du einen? Ja. Ich habe welche dabei. Brauche ich auch nochmal. Wo liegen die denn? Denn ich habe Küche. Wenn du durchs Tor durchkommst, auf der linken Seite, die erste Truhe oben. Nicht die untere, sondern die obere. Da liegen jetzt noch 17 Stück drin. Dankeschön. Guten Durst. Trink dir aber erst, wenn deine Hartausdauer fast weg ist. Die machen ziemlich viel. Der letzte Trank, den ich getrunken habe, hat mir gerade mal 35 gegeben. Oh. Also jetzt sind sie bei 23. Ja, das, dann kannst du ihn trinken. Okay. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zum Grabesimulator bei mir. Wie ihr hier oben sehen könnt, ich war ziemlich überrascht. Wir haben jetzt hier fliegende Bänke. Oh, pass auf, dass die dir nicht auf den Dötz knallen. Das musst du dir mal angucken, das sieht lustig aus. Dann müssen wir uns noch Gedanken machen, wo das Monument dann hinwandert. Natürlich oben in die Burg. Ja, das ist ja genauso doof, als wenn es da hinten steht. Das soll schon irgendwo mittig sein. Müssen wir gucken. Irgendwo finden wir schon Plätzchen. Wir können zur Not ja den großen Stall in der Stadt abreißen. Wir haben einen großen Stall in der Stadt? Ein Pferdestall in der Stadt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Da, wo du deine Hengstzucht hast. Ja, dann müssen wir den woanders hinsetzen. So. Sollte nicht oben in der Burg sowieso ein Stall hin? Ja. Ein kleiner? Ja, wir müssen gucken, wie das passt. Er hat ja erstmal noch Zeit. Eilt ja noch nicht. Ich habe hier einen Haselnussstrauch 77. Mitnehmen. Ja. Ja, das Haus in der Mitte des Dorfes abreißen und als Dorfplatz wäre auch eine Möglichkeit, ja. Nein. Veto, Einspruch? Was mein... Oh, doch. Abstimmen? Ja, da machen wir uns einen Kopf drüber. Stört das nicht, ist nicht meins. Nee, ist ein bisschen gemein, ich geb's ja zu. Ja, das große Abreißen wäre tatsächlich ein bisschen Overkill, ne? Es ist so viel Material jetzt reingegangen. Aber könnt wir haben da... Könnt ihr aber auch was Altes abreißen? Wir haben da noch das Kleine in der Mitte. Zwei Kleine in der Mitte. Ja, das eine ist ja meins. Das ist ja... Ja, das können wir abreißen. Ist das andere gegenüber von mir bewohnt? Weil das wäre auch... Der Platz ist relativ mittig an dem Haus und der ist groß genug. Reiß ein. Silkene kann sich ein anderes Haus suchen. Im großen linken Haus sind hier noch Plätze frei. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht eilig. Da können wir uns in Ruhe noch drüber unterhalten. Die Betonung liegt auf unterhalten. Das soll ja schon alles so ein bisschen passen. Dich lasse ich gar nicht erst ins Haus rein. Ihr habt euch wieder lieb, ich merke das schon. Deine Katzen sich aber gegenseitig auch. Aber mein Haus ist ja bald frei, weil ich ziehe ja bald in den Bergfried.
Ja, also insofern einmal nur die Straßenseite wechseln. Wie viel Granit hattest du eigentlich mitgebracht, Sukene? 500? 417, okay, dann war ich mit 500 ja gar nicht schlecht. Das heißt also, die Tour 20 Mal fahren wir, ja, insgesamt. Oder wie viel waren das? Waren das 8000? Ich glaube, 8000 waren es, ja. Ist das bei mir als einziges oder kommen bei mir Verzögerungen und Lags? Es sieht ein bisschen laggy aus. Ja, die ganze Zeit. Das muss laggen, sonst ist da kein vernünftiger Server. Aber sie sind wenigstens pünktlich. Immer grundsätzlich 5 Minuten nach so Aufnahmestart. Da kannst du dir sagen, was du willst, aber lassen die Lags sich nicht lumpen, ne? Die sind immer pünktlich. Und die sind ja auch so geschickt, dass wenn man wartet, dass sie kommen, kommen sie nicht. Das stimmt, aber das heißt wiederum, wir haben Wachstumsphasen, wenn es laggt. So, der Grund, warum ich hier jetzt die ganze Zeit Erde wegschaufel und nicht meine Strecke weitermache. Ich unterstütze die gute Nicola gerade bei ihrem Straßenbau und ich komme hier eh nicht durch, solange wie das nicht wieder in Ordnung ist hier. Also wenn ich mich da mal ganz kurz an den letzten Winter zurückerinnere, Silkene, da hatten wir gar keine Lags. Da konnten wir flüssig durchspielen. Also ich erinnere mich da schon an Lex, aber... So, Barock, ich habe das erste Feld weg vom Hang. GZ, wie viele sind's noch? Naja. Ja gut, aber das erste, muss man ja auch sagen, ist immer das Schlimmste, ne? Weil da von allen Dingen, Seiten nachrutscht. Richtig, weil es ein Eckfeld war. Oh, shit. Jetzt wollte ich den Boden planieren und hatte aber noch Planieren mit Schräge drin. Und was macht er natürlich? Kriegt ein Feld wieder weg, ne? Tja, so ist das halt, ne? 99% der Fehler sitzen da vorne. Ach, diese Katzen, ne? Was treiben sie denn Feines? Er schießt sie doch einfach. Rennt durch die Wohnung und mauzen. Und der Hund ist gerade zu faul, da hinterher zu gehen. Der hat auch keinen Bock mehr. Oder die sitzen direkt hinter meinem Stuhl und mauzen. Ich hab doch noch irgendwo diese Klöterdose, ne? Katzen sind weg. Hab ich mich auch erschreckt. Klöterdose? Sehr effektives Katzenabwehrmittel. Man nimmt eine Blechdose und tut ein paar Kronkorken rein. Und wenn die dir auf den Sack gehen, schüttelst du die. Okay. Das macht ein Riesentheater und Katzen hassen das. Ist vielleicht nicht ganz freundlich, aber wenn sie die ganze Zeit rumnerven, geht's halt nicht anders. Ich hoffe, unter deinen und meinen Abonnenten sind keine PETA-Anhänger. Auch dafür werde ich sowieso geflamed. Spätestens von mir. Ja, eben. Hast du schon mal überlegt, Rock Lifehacks zu machen, wie du keine Katzen loswirst? Ach, das ist ganz einfach. Weißt du, so Fenster auf, Katze raus, Fenster zu, bist du los, ne? Du weißt schon, dass wenn meine Katze zum Fenster raus fliegt, nicht läuft, sondern fliegt, dann wirst auch du fliegen lernen. Ich bin zwar deutlich schwächlicher als du und auch deutlich zierlicher, aber ich werde Möglichkeiten finden, dass ich das umsetzen kann.
Das verspreche ich dir. Du kannst hier Miraculix suchen. Ja, tue ich. Und finde ich auch. Und Wille ist da so ein Weg. Raman, hast du es gehört? Arbeit für dich. Ich bin hier gerade bei dem Stützpunkt von, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die gute hieß. Da sind 40 Äpfel, soll ich die mitbringen? Ja, wenn die da sowieso nur rumliegen. Noch irgendwas anderes, so wie 3 Trauben oder sowas, oder? Nee, da haben wir mehr als genug von einer guten Qualität. Weizen auch? Haben wir auch mehr als genug. Gut. Siehst du schon, wie weit ich den Gang gegraben habe, Nicola? Ja, ich sehe das. Du bist ja immerhin vor mir. Was machst du denn die ganze Zeit da? Grab doch mal ein bisschen. Du denkst dran, dass ich weiß, wo dein Haus wohnt, ne? Wenn ich das Feld jetzt gegraben habe, wo ich gerade bei bin, dann können wir hier eine gerade Ebene erstmal einziehen. Und dann nach rechts abschwenken, denke ich. Hattest du dich jetzt entschieden, wie breit die Straße sein soll? Welch? Ja, du bist doch der Straßenplaner hier. Ich dachte so an 3. Gut. Ich unterstütze dich ja nur bei deiner Arbeit hier, damit ich meine weitermachen kann. Ja, das weiß ich. Barock. Hier ist einer. Sie dürfen mit dem Karren kommen. Das ist gerade ungünstig. Ist voll oder was? Ich habe wieder zumindest 2800, also okay. Gleich voll. Dann mache ich mich gleich mal auf den Weg. Muss ich hoffen, dass ich hier wieder durchkomme. Ansonsten im Lagerhaus ist nicht mehr allzu so viel Platz. Aufgrund des ganzen Steins, was noch dazu gekommen ist. Na, ich denke aber, es müsste jetzt wieder gehen. Zumindest ein so. Stück. Dann gibt's eine kurze Arbeitsunterbrechung, finde ich toll.
Platzbedarf im Lagerhaus. Weil die gute Nicola hat leider die komplette Auffahrt blockiert mit ihrem Projekt. Jetzt bin ich schuld, ernsthaft? Ja, du buddelst doch hier. Und wenn du nicht fertig bist und ich hier durch muss, bist du schuld. Ganz einfach. Wie wär's, wenn du dir einfach jemanden anders suchst zum Buddeln oder du suchst dir einfach einen anderen Weg? Es gibt ja keinen anderen Weg für den Karren, das ist ja das Problem. Wenn du so weiterlaberst, dann gibt's doch niemanden anderen zum Buddeln. Du bist ganz schön zickig. Nein, das sind Special Effects, das kennst du. Also wenn ich mal kurz Entscheidungshilfe geben kann, ich würde das linke wegnehmen, zum Tor hin. Hä? Haus. Oder wir nehmen das rechte weg, dann haben wir einen relativ großen Innenplatz, den man pflastern könnte. Den man auch noch ein bisschen ausschmücken könnte, weil hier nichts ist. Ja, ich sage, da können wir uns noch in Ruhe Gedanken drüber machen. Ich habe ja jetzt gerade Ruhe. Nicht mehr lange, ich bin gleich da. Aber außerdem ist das Haus sowieso... Ach nee, das ist voll eingerichtet, das Haus. Mit Bett, Kohlepfanne. Ach, könnte das vielleicht Saltins Haus sein? Was, das neben dem Stall? Mhm. Das ist meins, mit zwei Rüstungsständern. Richtig. Ich wäre dafür, dass wir das wegreißen. Ja, sobald der Bergfried steht. Ah, Kleinigkeiten. Dann räume ich das Haus aus und dann können wir das gerne wegklauen. Oh, 10.000 Apfelbäume und alle nur eine scheiß Qualität. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Grabebaustellen hier zurzeit habe. Du hast eine. Nein, drei. Du gräbst noch? Außerhalb der Stadt, beim Bauernhof. Da bereite ich gerade so oder weniger alles für die Straße vor, als auf eine Höhe und so. So, kannst wieder buddeln. Okay, bin gleich wieder da.
Nanu, wir sind hier in der Schmiede. Nikola, was machst du denn hier? Mensch, die ganze Zeit buddelt, gehen mir irgendwann tatsächlich die Schaufeln alle. Kaum zu glauben. Ach du Scheiße. Ja, furchtbar, ne? Willst du sagen, dass du arbeitest? Ja, hin und wieder tue ich das. Tut mir echt leid. Ach du Scheiße. Wo soll das noch hinführen? Ist das ansteckend? Nee, brauchst du keine Gedanken machen. Dann ist gut. So, Lagerhaus wieder voll? Nein. Warum nicht? Weil ich auch nicht zaubern kann. Ach, so ein Shit. Ich bin schneller als du. Toll. Sag Bescheid, wenn du wieder bei 2500 bist. Ich arbeite dran. So, mal eben kurz die Herzstamina für den Trank regenerieren lassen. So, dann versuche ich jetzt dein Pülverchen und anschließend deinen Trank. Jo. Aber so richtig lohnen tut sich das, glaube ich, nicht. Echt? Okay. Weil meine Soft Stamina ist dafür um 2 Punkte hochgegangen. Das heißt, das ist auch das Maximum meiner Hard Stamina, 2 Punkte hochgegangen. Ja, okay, nee, dann, gut. Ich glaube, das rechnet sich da nicht wirklich. Nee, ich denke nicht. Ich habe zwar davon noch einiges über von diesen Dingern, aber, man muss die dann auf jeden Fall nicht künstlich dazu produzieren.
Ja, jetzt habe ich das gleiche Problem wie unsere Nikola. Wieso? Schaufelklump. Ach so. Na, meine müsste auch bald klump gehen. Ich pick mir zwar immer die besten raus, aber auch die halten nicht ewig. Hiermit, wie angeordnet gesagt, noch 3 Schaufeln in der Kiste. Boah, sind so viele schon wieder weg. Es sind noch 3 Stück da. Oha. Zumindest habe ich nur noch 3 Stück gesehen. Wie interessant sind Haselnüsse für Kochrezepte? Gar nicht. Dann brauche ich die auch nicht weiter sammeln, okay. Ich habe noch kein Rezept für Haselnüsse gefunden. Ich habe nämlich jetzt im Moment 96 gesammelt. Okay, ich denke mal, das ist eher so ein Early Food, wenn du am Anfang noch nichts angebaut hast, dass du was zu essen hast. Damit du nicht den ganzen Tag über den Boden krabbelst und Wurzeln suchst. Wurzeln. Kann man tatsächlich direkt essen, okay. Okay, hier den ganz äußeren Turm aufzuschütten, das ist echt übel. Ja, ich sehe es von hier hinten, was da unten gerade runterrüpft. Siehst du das, was da rutscht, oder was? Ich sehe das da hinten, was im Rutschen ist, dass du unten was Neues aufschüttest. Ja, eigentlich schütte ich oben. Und ich habe da jetzt gleich die ganzen 3000 Erde draufgeknallt, 30 habe ich noch. Und ich habe eine Höhe von 0,4 geschafft. Ja, und ich will dir sagen, der Erdnachschub von meiner Seite wird jetzt gleich zu Ende sein. Das ist doof. Wie viel hast du drin im Lagerhaus jetzt wieder? 2,4. Und du bist fast durch, oder was? Ja. Ich werde jetzt das Lagerhaus aber trotzdem noch auf 19,9 runtersetzen. Da dürfte noch mal so fast 3000 Erde nachrutschen. Ich habe es jetzt nur auf 20,1 gesetzt. Aber ich will hier noch eine Straße drumherum haben. Okay. Beziehungsweise ein ordentlicher Kiesweg. In dem Moment, wo ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, sehe ich auch, dass wir die Zeit schon wieder voll haben. Echt? Ja. 30 Sekunden sogar drüber. Also, wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen, Kommentar, Abo dalassen, wie üblich. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag 18 bis 22 Uhr ist der Server online. Passwort und IP stehen wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mitspielen wollt.
Da kommt einfach dazu, ja, wenn ihr mehrere Personen seid, lasst vielleicht vorher mal einen Kommentar da, wenn ihr so eine eigene Gilde hier gründen wollt und einen festen Spieltermin haben wollt, dann könnt ihr gerne dazukommen. Ich brauche nur die Info, damit ich die Server-Slots erweitern kann. Und ansonsten, wenn ihr bei Yuka schaut, schaut bei mir rein und umgekehrt. Und ja, dann sehen wir uns Donnerstag. Tschüss. Und tschüss. Ciao. Tschüss.